So, meine Freunde, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier unterwegs mit der lieben Pia und du lernst heute das Motorrad fahren, oder? Hoffentlich, ja. Auf meiner EXC, auf den German Stuntays, am letzten Tag Longest Circle, oder was sagst du? Ja. Genau. Einfach mal an, damit dass du dich aufs Motorrad draufsetzt. Wie groß bist du? 1,63 Meter. 1,63 Meter. Da habe ich schon einige Leute, die größer waren, mit der Ausrede gehört, dass der Supermotor zu groß für sie wäre. Wir schauen jetzt einfach mal, wie das aussieht mit 1,63 Meter. Ja, let's go. Soll ich den Helm erstmal nehmen? Schwingt sich rauf wie aufs Pferd, ne? Ja, genau. Geh mal mit dem rechten Fuß auf den Boden. Mit dem linken Fuß lässt du den Ständer einklappen. Also quasi lehnst das Motorrad jetzt rüber. So, genau. So, ihr seht, Leute, man kommt auf den Boden an. Man braucht auch nur einen Fuß auf den Boden. Von daher alles gut. Bist du schon mal Motorrad gefahren? Ja, einmal eine 125er, aber das... Wann war das? Von einem Jahr oder so. Von einem Jahr? Ja. Okay. Also noch nicht wirklich. Weißt du, wie man schaltet, wie man koppelt? Mit dem Fuß schalten. Ja. Also pass auf, ich erkläre jetzt einmal ganz ruhig den Ablauf. Um das Motorrad zu starten, wir sind jetzt im Leerlauf, wir haben ja gerade hergeschoben, drückst du einmal den Startknauf, dann geht sie an. So, dann, man muss dazu sagen, du hast noch keinen Autoführerschein, ne? Ja, genau. Aber dank eurer Spende ist sie jetzt dabei. Danke nochmal. Genau. Wenn das Motorrad läuft, ziehst du die Kupplung, schaltest mit dem Fuß in den ersten Gang, du schaltest, wenn du runterdrückst, bis zum ersten Gang. Und dabei bleiben wir jetzt erstmal. Alles andere ist zu verwirren. Das heißt, du kuppelst, schaltest den ersten Gang und machst den Fuß wieder auf die Raste und dann lässt du leicht die Kupplung einfach los. Und dann rollst du einfach los und soweit machen wir erstmal, damit es nicht zu viel auf einmal wird. Dann schauen wir gleich weiter. Gut. Helm an. Ach, das ist nur mein Helm, der passt doch. Machst du noch zu unten? Wie war jetzt nochmal der Ablauf? Starten. Anmachen, ja. Ja. Dann? Kupplung. Kupplung ziehen. Den ersten Gang. Ja. Von den ersten Gang. Ja, ja, let's go. Gut. Du kannst nichts, die muss nur ein bisschen, weil die lief jetzt länger nicht. Zieh mal die Kupplung und drück nochmal auf Start. Ah, okay. Dann ja, trennt sie gerade nicht ganz richtig. Schalt mal nochmal. Gib mal, lass mal, nee, lass mal erstmal. Gib mal ein bisschen Gas. Zieh mal ein paar Mal die Kupplung. So, jetzt versuch nochmal. So, jetzt langsam die Kupplung kommen lassen. Langsam die Kupplung kommen lassen. Nicht zur Seite fallen. Okay. Ja, jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ziehst die Kupplung, legst den ersten Gang ein, gibst ein bisschen Gas und fährst dann los. Und rollst dann einfach nur. Bisschen Gas geben. Nee, bisschen Gas und dann Kupplung kommen lassen. Oder gleichzeitig mehr oder weniger. Wir machen das mal zu zweit. Halt du mal die Kamera. Gut, ich zeig jetzt nochmal. Kupplung ziehen da. Dann. Links.
sozusagen das Gas und gleichzeitig die Kupplung. Also beides im gleichen Zug. So. Das ist so. Auch mit doller Gas und nicht zu schnell die Kupplung haben lassen. Machst du gleich ein Willi. Okay. Achtung, ich stecke ab. Ja. Alle Anfang ist schwer, Pia. Alles gut. Ist noch keiner vom Himmel gefallen. Also, du bist im Gang. Das heißt, du musst die Kupplung ziehen. Anmachen. So, und jetzt so, wie wir es gerade gemacht haben. Nur minimal am Gas und dann langsam die Kupplung kommen lassen. Das Wichtigste ist, dass du hier eine konstante Bewegung hast. Also nicht auf einmal loslassen, sondern leicht gleichmäßig kommen lassen. Gleichmäßig kommen lassen, nicht zu schnell. Und nicht Gas geben jetzt mehr. Na, warte, stopp. Kupplung ziehen. Zieh mal die Kupplung. Und jetzt ganz langsam. Jetzt ein Fuß runter wieder. Das musst du, wenn du anhältst, musst du immer wissen, du bist ja klein, auf welcher Seite du abstellen willst. Und dann sozusagen, weil, ne? Wenn sie wieder stehen bleibt, dann musst du wieder auf eine Seite runter. So. Das war schon gut. Aber bleib, also mach mal nicht schneller als gerade. Wenn du Gas gibst, ist es schneller. Ja, jetzt ist ja ein Gang drin. Wie geht man da raus, wenn ich jetzt rausgehen würde? Du gehst aus dem Gang raus, indem du den Hebel leicht, ganz leicht nach oben ziehst. Mit meinem Fuß so. Ja. Mach das mal. Hast du was gespürt? Muss was machen, der Hebel. Jetzt bist du im zweiten. Jetzt also sozusagen der Leerlauf. Der Leerlauf ist zwischen dem ersten und dem zweiten. Das heißt, den ersten schaltest du runter. Und dann, wenn du normal wieder hochschaltest, bist du im zweiten, du wirst sozusagen dazwischen einfinden. Also jetzt musst du ganz, ganz leicht runter. Und dann du wirst es klacken halten. Ja, da wird es Leerlauf. Lass mal los. Nee. Gut. Nein, fahr einfach nochmal los. Wie bitte? Ich bin zum ersten. Jetzt bist du zum ersten wieder. An der Kupplung oder zwei. Jetzt gib mal ganz, ganz leicht Gas. Ganz bisschen mehr Gas. Und jetzt halt mal wieder an. Kupplung. Gut. Ja, ich würde sagen, das wiederholen wir jetzt noch ein paar Mal, bis du dir da sicherer bist und dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir was Cooles. So Leute, gebt mal ein Like ab für Pia auf jeden Fall schon mal. Finde ich gut, wie sie das macht. Möchtest du noch ein paar Mal? Ganz normal, so wie du es gerade gemacht hast, ziehst wieder die Kupplung, ziehst den Hebel hoch und lässt die Kupplung wieder kommen. Dann musst du auch nicht so aufpassen, das ist nicht so schwer wie beim Anfahren, also dann wirkst du sie nicht ab oder so. Dann musst du halt bloß aufpassen. Ja, mach einfach mal. Wenn irgendwas passiert, was dir nicht gefällt, zieh die Kupplung und bremst wieder. Alles gut. Olga, was geht ab?
Ah, kein Bock mehr mitzulaufen. Zweiten? Ja. Hey. Aber den kannst du wieder runterschalten. Ja, wenn du Kupplung gezogen hast, kannst du immer schalten, ja. Ja, nee, pass mal auf, um jetzt an dieses Kurvenfahren dich auch zu gewöhnen. Ja. Wir bleiben mal auf dieser Spur hier und fahren mal so ein bisschen nach links und rechts. Ja, genau. Fahren mal so ein bisschen nach links und rechts, also fahren mal so kleine Kurven hier so, aber nicht weiter als diese Linie, okay? Es geht weiter. Pia Stunt Riding 2020. Geisteskrank! Und? Ja, auf jeden Fall gut, dass wir. Hauptsache, ne? Ja, Leute, das war Pias erste Trainingssession. Vielleicht das nächste Mal in Lübeck oder so, wo so behinderte Motorradfahrer die ganze Zeit im Hintergrund sind. Das ist natürlich auch noch wahrscheinlich ein zusätzlicher Stressfaktor. Aber ich bin stolz auf dich. Du hast es gut gemacht das erste Mal. Und ich habe jetzt noch ein kleines Edit rein hier. Da geht ja einiges ab, wie ihr seht. Also den einen oder anderen Shot, wie Pia das nächstes Jahr machen wird. Das war der einzige Witz, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Das ist nur mit verschiedenen Variationen. Okay Leute, auf jeden Fall danke fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.